Herzlich willkommen zu Minecraft und zwar Part Nummer 11. Diesmal, ne? Mit dabei ist wieder der ganz liebe, diamantmäßige. Ja, Werwolf, der Grauwolf. Grauwolf. Genau. Grauwolf ist wieder dabei oder Shadow genannt. Das könnt ihr euch, ja. Hier ist Grauwolf. Oh. Ihr kennt ihn unter dem Namen Shadow. Und, tja. Wie ihr seht, Grauwolf ist wieder mit dabei und ich mache heute mal mit Grauwolf ein bisschen Sachen zusammen. Ich zeige Ihnen zumindest mal was, denn zumindest Grauwolf, komm mal mit. Hier hat sich ja einiges verändert seit dem letzten Mal. Und beim letzten Mal haben wir ja hier, also ohne Grauwolf ich zumindest, habe ich ja hier ein bisschen umgebaut und habe hier noch so eine Mana-Spreader und die Pflanzen und die Sonnenblumen und so weiter umgebaut und habe dann gezeigt, wie man diese Feuerpflanze, die man sozusagen, wenn man die schön befüllt, also wenn man die füttert mit Kohle am besten, wie die dann sozusagen schön Mana produzieren kann. Das sieht man hier. Und dann haben wir noch diesen Runik-Altar noch gemacht. Den brauchen wir dann später auch noch. Aber alles zur gegebenen Zeit. Und zwar hatte ich ja gesagt, man kann das Ganze auch automatisieren. Und das habe ich hier getan. Anhand von Direct 20 habe ich nachgebaut. Seiner Sache und zwar ja, ist das eigentlich ziemlich einfach, aber muss ein Grauwolf hin, da hinten. Da neben dir. Ja, ich sehe das gerade. das ist alles, das ist einfach. Finde ich wirklich auch einfach. Ich habe ein bisschen gerätselt und gemacht und mir dann ein Video angeguckt und habe es dann letztendlich rausgefunden. Das ist wirklich einfach. Die Kiste hier oben habe ich nur, weil hier oben Holz drin ist. Sozusagen Holz befüttert zurzeit noch mit Kohlenblöcken. Kohleblöcke sind am besten. Und ich habe deswegen hier Glas ringsrum gemacht, zumindest hier um die Pflanze, weil ich den Magnetring habe und das zieht dann jedes Mal die Kohle wieder weg. Und das kriegt dann die Pflanze nicht mehr. Und es ist deswegen eingemauert, weil hier dahinter die Red Alloy Wire Kabel ist und das braucht man sozusagen wegen dem Hopper hier oben, der wird mit Redstone befeuert. Und jedes Mal, wenn der ein Redstone-Signal kriegt, spuckt der sozusagen nichts aus. Ne? Und da kommt sozusagen auch nichts rein. Also dann immer nur eins. Sobald eins rausgeht, kommt eins rein. Deswegen die Kiste oben drauf. Und ja, also wenn das Redstone-Signal aus ist, läuft es durchgehend, aber dann wurde das sozusagen andauernd hier ausspucken. Der Open Crate ist auch von Botanica, also Botania, nicht Botanica. Und lässt sich auch ganz leicht bauen. Und tja, das ist im Endeffekt das ganze Geheimnis. Wo ist er denn? Hier ist er, Open Crate. Macht man aus Living Wood Planks, also das Living Wood, wie ein Stück normales Holz verwenden, halt Planks draus machen, also Platten, also Planken, den so angereiht. Und schon hat man einen Spucker, der halt immer nach unten fällt, wo Sachen halt nach unten fallen. Wieso? Danke. Und ja, hier ist ein Timer mit drin, der wird auf 12 Sekunden eingeschalten. Hier ist ein Mana-Detektor, immer wenn Mana durchläuft, gibt es ein Redstone-Signal. Das habe ich mit einem Repeater sozusagen von Red Power, nicht von Projekt Red sozusagen verstärkt, weil sonst kommt kein Redstone-Signal an. Mit der Redstone-Leitung noch dazu, der Timer auf 12 Sekunden eingestellt. Hier hinten habe ich noch in Glas einstecken? Nö, gerade mal nicht. Hier hinten habe ich noch in. Jetzt gehe ich mal runter. So. Hier habe ich noch ein Node, also ein Node Gate. Was wir sagen, Redstone Signal dauernd gibt. Und immer wenn es ein Redstone Signal gibt, sozusagen von hier oben sozusagen, wird es zurückgesetzt. Sobald der sozusagen einmal durchgelaufen ist, weil keine Befeuerung mehr oben drin ist, also weil nicht mehr befeuert wird, gibt es ein Redstone Signal. Geht so hinten kurz aus, oben kommt Neues rein und dann geht es so weiter. Und wenn der Mana Pool sozusagen oben voll ist, gibt es hier mit dem Comparator, gibt es sozusagen ein ganz großes Redstone-Signal, das ist so voll ausgelegt. Hier hinten ist sozusagen Stufe 0. Und wenn es sozusagen voll ist, hast du hier volles Redstone-Signal und dann bleibt der Timer sozusagen stehen. Es wird nicht mal nachgefüllt, sobald der Mana Pool sozusagen was rausgenommen wurde. Ja. Geht es sozusagen von vorne los und oder halt mehr befeuert, solange das Material drin ist im Hopper. Das ist das ganze automatische System. Mehr ist das nicht. Ja, ich habe nur Glas reingemacht, um euch das zu zeigen. Ich werde es sogar schön glasig lassen. So,
Und den Mana-Spieler sozusagen ausgerichtet auf den Runik-Altar, dass sozusagen aus dem Mana-Pool halt den Mana gezogen wird. Und für den Runik-Altar, den brauchen wir nämlich später. Aber wir haben da beim letzten Mal halt so ein cooles Ding gebastelt, was ich im Grauwald vor uns gerade zugeschmissen habe. Ne? Nennt sich Horn. Heißt es noch? Na, da ist es, ne? Guck mal mit. Ich zeig dir das mal. Machen wir mal, gehen wir mal, genau, gehen wir mal hier rüber. Ist eine coole Sache. Gerade auch wenn du einen Magneten hast, ist es noch spaßiger. Dum, dum, dum. Jupp, 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 jupp. So. Dann nimm's mal in der Hand. Kann man ja her. Ja, hier so. Nimm mal in der Hand und halte mal die rechte Maustaste gedrückt. Nee. Cool, wa? Geh weg, geh weg. Die Kriegerblends kannst du einsammeln. Das damit kannst du ernten, sozusagen ringsrum kannst du. Halt mal ab, du Gelümpe. Du bist ja der Müllschlucker, nicht ich? Vielen Dank. Da Du hast kannst du gerade mir. sozusagen damit kannst du halt ernten, damit kannst du auch auf dem Feld auch anwenden, ne? Mal so nebenbei. Das macht sozusagen alles Unkraut, alles was so an Pflanzen ringsrum ist, macht es eben platt. Coole Sache. Okay. Kannst du sozusagen nehmen zum Ernten. So. Und zwar seht ihr ja auch noch, ich habe die Mana-Klamotten, haben wir ja letztes Mal die Mana-Klamotten hergestellt, oder das weiß ich gleich gar nicht mehr. Ach, ich glaube mal eher nie. Und zwar. Was? Warum hat das jetzt geklingelt? Ist jemand an der Tür? Nee. Ich weiß auch nicht, warum es gerade geklingelt hat, keine Ahnung. Und zwar, tut ja Grauwolf auch so gerne mit dem Magneten spielen. Und Grauwolf hat ja noch keinen Magneten. Und den würde ich gerne mal so einen Magnetring machen. Und eventuell noch die Rüstung. Aber die Rüstung, das ist halt wie das Besagte, die braucht eben Mana. Das seht ihr sozusagen unten an meinem Level, da ist so ein blauer Balken, fast voll hinten. Das ist sozusagen von dem Mana-Tablet, das vollgefüllt ist. Und die Mana-Rüstung sozusagen, die braucht eben Mana, damit sie eben dich weiterhin schützt. Sonst geht sie eben dann halt kaputt, wenn sie keinen Mana mehr bei dir hast. Ne? Und ja, da würde ich sozusagen die Rüstung herstellen und natürlich für Grauwolf, dann er dann mal Lust hat, die zu tragen. Und natürlich noch so ein Magnetring. Ich glaube, den Magnetring habe ich letztes Mal hergestellt. Aber ich mache das mal mit dem Grauwolf zusammen, da hauschen wir ab. Ja, ich komme gleich wieder. Ich muss nur schnell was wegschaffen. Aufs Klo gehen kann ich später. Nein, 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 nein. Kannst du ja schon So, mal was kann ich? vorbereiten, was du brauchst. Ich bin schon mal dabei. Ist schon dabei, das So, ist gut. und zwar Magnetring habe ich übrigens gefunden. Und zwar brauchen wir Mana-Stiel und eine Mana-Linse. Die Mana-Linse macht man das Gold, genau. Haben wir letztes Mal hergestellt. Mana Ingots und Glaspane. So, die Glaspane müssten eigentlich theoretisch hier hinten drin sein. Genau. Dann nehmen wir eins mit und dann brauchen wir noch Eisen. Wir brauchen ganz viel Eisen. Also wir brauchen mindestens schon mal 24 Eisen für die Rüstung. Und dann brauchen wir noch mal Eisen für die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Eisen für die Rüstung. Hier ist noch Mana Steel Ingots haben wir noch vom letzten Mal. Nicht vom letzten Mal. Gefunden. Genau. Gefunden. Vom letzten Mal. Die kommt vom letzten Mal. Keine Ahnung. Brauchst du noch Und was an Rohstoffen? ja, ich muss wieder mal farmen gehen. Mir geht nämlich langsam meine Rohstoffe aus. Das Großlager spuckt ohne Stress. So, wo ist denn Grauwolf? Bin schon unterwegs. Bin schon wieder da. Bist schon unterwegs. Das klingt gut. Ha, genau, Grauwolf hat die Rüstung. Ich weiß noch gar nicht, was das für eine Rüstung ist hier. Das ist interessant. Gut, also wir. Übrigens muss ich aufpassen, hier kommt gerne mal Gräber vorbei. Also ich habe ja schon mehrmals schon
neu bauen müssen, also einmal zumindest. Und zwar muss man erst den meinen Magnetring erstmal ausziehen, denn jetzt müssen wir erstmal hier Mana, also Ingots reinschmeißen. 1, 2, 3, 4. Hast du die? Warum hab ich die jetzt? Weil du daneben standest. Ich habe hier noch zwei einstecken. Du hast da zwei einstecken. Schön, die brauche ich gerade noch. Ja, das sind immer die 8 Stück. Und dann schmeiße ich die restlichen Urne alle rein. Aber ich glaube, man kann auch alle reinschmeißen. Cool, wa? Mhm. Geht ein bisschen Mana verloren, macht aber nichts. Wird automatisch wieder nachgefüllt. So, man kann übrigens auch Holzkohle nehmen und sonstige Feuerungsarten. Achtung, Creeper! Hinter dir! Geh da weg! Von der Maschinerie! Gottes Willen, blöde Vieh. Irgendwo muss ja ein Creeper-Nest sein, keine Ahnung. So, und jetzt haben wir die Mana-Ingots und jetzt gehen wir mal zum Crafting Table, wo haben wir denn mal ihn hier rumstehen? Und im Keller. Zack. Weil hier oben ist mir alles in die Luft geflogen, deswegen. So. Dann haben wir hier viermal Mana Ingots. Dann brauchen wir trotzdem noch ein Eisen. Hab ich noch welches? Ja, hab ich noch. Und wir brauchen noch ein Gold. Ich hab übrigens auch noch. Eisenblöcke, ne? Also, so ganz ohne Eisen bin ich ja nicht. So, jetzt haben wir die Mana-Linse, also den Mana-Lens magnetischen. Und jetzt brauchen wir sozusagen noch den Ring ringsrum. Und schon siehst du das Graue auf dem Ring? Mhm. Den kannst du dir jetzt nehmen. Okay. Ne? Weil ich habe ja auch einen. Und den kannst du dir sozusagen anlegen. Und schon hast du jetzt auch einen Magneten. Wenn du sozusagen ausschalten willst, mussten eben muss mal aus dem Inventar mal rausnehmen. Was? Naja, ich habe zwei Ringe schon hier. Ach so. Einmal mit Aqua und einmal mit Runenschutz. Ja, ich habe auch einen Runik und für den Zaubercraft habe ich noch einen drin. Jupp, genau. Ja. Hast du noch einen Magneten und da hast du noch einen. Es konnte nichts mehr verloren gehen, ne? So. Jetzt gibt es noch die neckische Rüstung. Die macht man eigentlich strikt mal wie die andere Rüstung genauso. Die macht man hier noch die Leggings, genau. Da, so. So, die Brust noch. Und jetzt fehlt nur noch die. Helm haben wir schon. Was soll ich. Was? Was fehlt denn noch? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und da fehlen noch, da fehlt noch, da fehlt noch. Stiefel haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Hosen fehlen. Die Hosen fehlen, siehst du? 1, 2, 3. Ja, ist doch an. Und die Hosen. So, habt ihr es gesehen? Ein Effekt, eigentlich wie jede andere Rüstung, genauso kann man die sozusagen anlegen, also herstellen. Mit anderen Ingots geht das genauso, mit Eisen und Gold und Diamanten. Und ja, so wird im Endeffekt dann die Rüstung hergestellt. Und wenn jetzt, wenn wir jetzt in Grauwolf noch so ein Mana-Tablet basteln und es noch erfüllen würden, hätte er im Endeffekt denselben Schutz wie ich genauso. Nur ganz praktisch. So, dann muss ich auch mal die Arme ausziehen. Kannst du, ne? Und es sieht im Endeffekt dann angezogen so aus. Nur, gar nicht schlecht. Schön blau, halt Mana-Rüstung eben. Und wenn du jetzt sozusagen, wie gesagt, noch das Mana-Tablet noch hast, das zum Beispiel. Dann hast du noch Mana unten in deiner Leiste. Siehst du bei deinen Lebenspunkten? Ja. Na, und die musst du nicht in der Hand halten, das musst du auch nur im Inventar haben. Das musst du sozusagen nicht immer. Und okay. Ja, und schon bist du sozusagen geschützt. Solange Mana drin ist, ist deine Rüstung auch immer aktiv. Wenn es Mana alle ist, ist wie eine jede andere Rüstung, die ist dann auch kaputt. Aha. Wenn du dann getroffen wirst, ne? Also. Hier hast du was mit deinem Tablet. Danke. Ich lass mal ganz kurz. Oh. Aber feine Sache, finde ich. No. Und ich habe sogar noch was Grauwolf. Es gibt noch eine Kette, ne? Die würde ich uns bei Gelegenheit in der nächsten Folge mal herstellen.
Und die schützt dich sozusagen vor Feuer. Sprich, wenn wir dann im Nether sind, zum Beispiel Blaze Rods sammeln, ne? Die schießen ja auf dich. Und die können auf Ja. dich schießen, nimmst du nur normalen Schaden, aber du gehst nicht in Flammen auf. Das Einzige, was passieren kann, wenn du in der Flamme trittst, brennst du kurz. Okay. Ne? Und sonst kriegst du zwar Schaden von den Blaze Rods Biestern, aber halt du brennst dann nicht klein. Ne? Also das sozusagen feuerabweisend in der Hinsicht dann. Wunderbar, wunderbar. Es gibt halt noch viele andere Sachen davon. Also es gibt ja wirklich, also es gibt verdammt viel. Ja, es gibt auch noch ein Schwert und naja, halt, was man halt so schön ist, halt eben, bei jedem Mod müssen eben immer irgendwelche Waffen und Rüstung eben dabei sein. Und ja, passt schon. Ist okay. Inzwischen kann man dann irgendwie noch mehr züchten und ja. Gut, so viel dazu. Irgendwas wollte ich heute noch machen. Was war's denn nun? Was war's denn nun? Was war's denn nun? Ach, genau. Genau. Und zwar, du weißt doch, man kann da auch verzaubern. Zum Beispiel Rottenfleisch in Leder umwandeln und so, ne? Ja, da brauchst du aber bloß einen Altar oder sowas, das war doch. Genau, da brauchst du den Alchemie-Katalyst, also den Alchemie, sozusagen Block. Den brauchen wir. Hast du noch Blaze Rods? Zwei Stück? Zufällig? Oder habe ich noch welche? Ich habe noch zufällig zwei Stück. Interessant. Dann brauchen wir noch ein bisschen Cobblestone. Weil erstmal so ein, zwei Blaze Rod Stands herstellen. Ja. Und dann brauchen wir noch zweimal Gold und diese Living Rocks. Living Rocks habe ich glaube draußen. Ach ne, die habe ich mir hier reingenommen mittlerweile. Weil ich ja wie gesagt draußen in die Luft geflogen bin schon zweimal. Und deswegen habe ich es dann lieber hier unten in die Kiste getan. Zwei Gold noch. Ja. An die Ecken die Living Rocks. Links und rechts sozusagen den Brew Stand. Und was fehlt noch? Das Wichtigste von allen, fehlt die Mana Perle. Und zwar brauche ich jetzt ein Enderauge, das haben wir zum Glück genug. Und zack, einmal nach oben. Ne, ich gehe jetzt mal schlafen. Bin ich gerade auf dem Dach gelandet oben? Was? Interessant. Ich bin gerade ganz oben rausgekommen, jetzt in der Mitteletage. Ach so? Ja, keine Ahnung, oder? Ja, schon wieder. Ey! Du Sack! Hat er einfach den Mittelstein geklaut. Was hast du So, und wie geklaut? macht man Ich eine hab was Mana-Perle? aufgestellt. Indem man eine Enderperle hier reinschmeißt. Sofern man den auch mal Warum reinschmeißen schmeißt du mir kann. jetzt die andere Peile her? Und die kannst du mal reinschmeißen. Einfach auf das Ding schmeißen, aber sollst den Magnetring vorher ausziehen. Ah, den muss ich auch noch ausziehen. Ah! Ja, den kannst du auch so nicht abschalten. Also, gut. Gut, gut, gut. Na, na. Bumm. Geht nicht? Geht Nee. nicht? Also hier will es nicht. Hier will es wieder. Interessant. Okay. Diese blöden Creeper-Pflanzen. Knallt bei Okay, dir. also muss man. Geht es nur in einem richtigen Mana-Pool? Interessant. Interessant. Sehr interessant. Ich werde aber mal kurz hier zum Item hier nochmal auffüllen. Ja. Dich mal leer pumpen. Rein theoretisch könnte ich doch hier mit meiner Diamantrüstung mal rübergehen. So Place sammeln gehen. Könntest du tun, könntest du das, ne? Man nimmt sozusagen die normale Dilated, kann man sozusagen hier reinschmeißen. Da hat man wieder einen Mana-Pool. Und den Mana-Pool, den kann man dann sozusagen hier hinstellen. So, zack. Und dann wird es auch wieder aufgefüllt. So. So viel dazu. Und jetzt wurde das, kann man das sozusagen auch füllen lassen. Und wie hier drüben, ich habe was extra hier mit Dayblumen und hier mit Befeuerung sozusagen, um halt den Effekt zu sehen, was denn schneller ist. Natürlich ist das hier schneller als das hier, aber so hat man noch eine kleine Reserve. Ja. Gut, den Alchemy machen wir jetzt noch.
Es fehlt ja noch die Mana-Perle. Zack. Und den Doom in der Mitte. Und den Alchemy-Katalyst. Und wo muss der natürlich hin? Der muss natürlich unter dem Mana-Pool. Man glaubt es kaum. Aber das muss unter dem Mana-Pool. Ja. Das noch drauf. Und jetzt kann man Erde in Erde verwandeln. Ist das nicht genial? Ich habe jetzt Erde in Erde verwandelt. Oder man kann Cobblestone in Sand verwandeln. Zack. Oder man kann Inksack in nichts verwandeln. Das geht zum Beispiel nicht. Was haben wir noch? Geht Brot zum Beispiel? Ne, Brot geht auch nicht. Eine Schaufel geht nicht. Das geht. Ein Buch. Ja. Schwert geht auch nicht. Man kann es noch. Wo haben wir denn Rottenfleisch? Das verrottete Fleisch zum Beispiel, das kann man jetzt auch verwenden. Ich muss da bestimmt irgendwo hier ein bisschen Rottenfleisch haben, genau. Das zum Beispiel kann man jetzt auch verwenden und kann das jetzt hier reinschmeißen. Ne, hier geht es gerade nicht. Warum nicht? Weil zu wenig Mana da ist. Nee. So, hat es funktioniert, weil genug Mana da war. Also es braucht zumindest immer gewisse Füllmenge an Mana. Das sieht man dann sozusagen hier drinnen, oder? Und zwar... Nee, hier nicht. Wo haben wir es denn? Alchemy, Generating, Manipulation. Ist das hier mit drinne? Alchemy mit Mana, genau. Sieht man nochmal den ganzen Brewstand. Und das muss sozusagen unten drunter stehen. Und hier sieht man im Endeffekt, was man sozusagen an Mana braucht. Man braucht halt ein bisschen was, ne? Da wird Leder draus. Dann Holz kann man sozusagen auch, Birken und so weiter, Dschungelwood kann man dann halt in anderes Holz verwandeln. Dann kann man Setzlinge in andere Setzlinge verwandeln. Dann kann man Glowstone in Glowstone Staub verwandeln. So ein Blödsinn. Ist total, ja, vier Quarz, interessant. Am interessantesten ist Stone Bricks zum Beispiel, in Schüsselstone. Kann man machen. Man kann Schnee in Eis verwandeln. Fisch und so weiter. Man kann im Endeffekt auch zum Beispiel hier, man kann Karotten in Samen verwandeln, Melonsamen. Man kann vieles machen, also man kann auch sozusagen, wenn man irgendwas nicht hat, man kann noch einen Blast Road, kann man zum Beispiel in Netherwurst verwandeln. Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten. Wir können da einfach mal durchblättern. Und ja, das ist interessant. Glowstone zu Redstone, Redstone zu Glowstone. Also zu den jeweiligen Dust, ne? Ja, es gibt wie gesagt verschiedene Sachen. Könnt einfach mal ein bisschen rumprobieren. Vielleicht gehen auch noch andere Sachen, als die hier angegeben sind. Und ja, das ist sozusagen das ganze Alchemie, ne? Nicht schlecht. Gerade für das Rottenfleisch sehr, sehr, sehr interessant. So, das war es sozusagen gewesen von ja, Botania. Erstmal in der Hinsicht. Es wird sozusagen später noch einige andere Sachen folgen. Gerade so, was noch so Ringe zum Beispiel sind und was halt sozusagen noch Rüstung ist und Ketten sind zum Beispiel. Das werde ich da auch schon mit euch zusammen machen. Und natürlich werden wir hier ein schönes Häusle drum bauen, Gewächshaus oder so, was halt so ein bisschen botanisch oder einen botanischen Garten, je nachdem, halt ein bisschen eingezäunt, dass mich nicht jedes Mal die Creeper überraschen. Werde ich hier noch hinbauen, mit dem Grauwolf eventuell zusammen, wenn er Lust hat. Und ja. Jetzt zeige ich euch noch mal drüben das Lager, was wir haben. Das kennt ihr ja auch schon. Ich brenne. Schon wieder mal. Grauwolf war schon wieder in, ne? An einer Welt unterwegs, hat hier Kristalle gefunden, hat das Buch reingesteckt und schon kann man hier durchgehen und man kann dann sozusagen dahin, wo man hin möchte. 22. Reicht? Ja, für Anfang reicht's, ne? Wo soll ich noch Beform gehen? Ist dir überlassen. Und zwei Trophys gerade gekriegt.
Wir Trophäen, oh nicht schlecht. Au, 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 au. So. Papi brennt. Im Lager. Wasser. Was, du brennst? Wieso brennst denn du schon wieder? Ja, weil ich mich mit den Dingern anlege. Ach übrigens, man soll übrigens keine Creeper-Herzen essen, ne? Könnt ihr gerne mal versuchen, wenn ihr möchtet. Ja, macht's nicht. Wenn's mal interessant wird für euch, ihr wollt unbedingt wissen, was das Creeper-Herz macht, könnt ihr es denn gerne mal testen. Ja? Graue weiß es schon. Er hat sich riesig gefreut. Aber Feuer und Flamme. Jupp, das war ich. No. So. Graubelf hat ja so einen netten Experience-Tank hier. Hm. Hab ich. Experience-Tank. Also ein Erfahrungspunkte-Sammler. Flüssigkeits-Sammler-Tank. Da gibt es übrigens von Ender.io. Gibt es übrigens auch so ein schönes Teil. Da kannst du auch deine Erfahrungspunkte drin sammeln. Nennt sich Experience Obelisk, also Erfahrungsobelisken oder so. Sehr interessante Sache, das Ding zu basteln. Das werden wir dann beim nächsten Mal auch machen. Oder dann ja, ich hab noch Enchanter mehr. Zum Beispiel. Das schon gesehen hast. Hm? Wo? Ja, im Gebäude. Im Gebäude. Aha. Im Gebäude. Im Gebäude. Im Gebäude. Okay. Was Killer Joe? Hä? Boah, hier gibt's Sachen. Hier gibt's Sachen. Wahnsinn. Wahnsinn. Tja, hier gibt's auch noch so einen Elektromagneten, gibt's ja auch noch. Den kann man sich sozusagen auch bauen. Aus Conductive Iron und Vibrationskristallen und brauchen wir Emerald dazu, das haben wir noch gar nicht. Und Seelenflasche brauchen wir zum Beispiel, um jetzt sozusagen einen Spawner basteln zu wollen, um sozusagen aus einem Spawner einen anderen Spawner machen zu wollen, der kaputt ist. Ja, es gibt eben viele neckische kleine Sachen, die man so mit Ender.io machen kann. Genau. So. Gut. Dimensionstransceiver ist auch ein schlechtes Teil. Sehr lustig. So, gut. So, ich habe mir ein bisschen rotten Fleisch genommen. Ich mach mal zurück. Wie viel rotten Fleisch brauchst du denn? Ah, ich habe mal Hälfte mitgenommen, um den Zuschauern zu zeigen. Ich habe noch 2 Stacks rumliegen. Wie ihr seht, jetzt geht's nicht mehr, weil nicht mehr genug Mana drin ist. Jetzt müsste es wieder fast funktionieren. Nee. Geht nicht immer. Wie gesagt, der Alchemiestein, der muss unten drunter und sonst funktioniert die ganze Sache nämlich nicht. Ich habe ein Blaze Rod. Ein Blaze Rod. Trophäe. Trophäe, was hab ich noch? Achso, mehr hab ich nicht. Wo stellen wir die mal hin? Die stellen wir mal. Hier hin. Oh. Macht ihr irgendwas? Au, 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 au! Au, au! Da war jemand wieder neugierig. Da war ich neugierig, ja. Das sollte man. Also, ja. Vielen herzlichen Dank. So, hau ab dem Bottenfleisch. Was will ich denn damit? Achso. Aber ich will jetzt keine Stackweise, ne? Also, ich kann ja nicht alle so. Ich möchte es eben hier rein. Das war mir klar. Immer meine Kisten. Ja, ja. Übrigens, wenn du in meinem Bett schlafen gehst, ne? Ist das Diebstahl. Spawnpunkt Diebstahl. Dann spawn ich ja nicht mehr. Wenn ich sterbe. Aha. Hm. Ja, warte mal ab, bis ich anfange hier mit dem Traumfänger zu basteln und sowas. Oh Gott. Ist überhaupt dabei? Macht gute Sachen. Echt? Ich wüsste gar nicht, ob das ist der Mod dabei? Ja, das ist Witchery. Ach so, ja, Witchery, das musst du erklären, weil ich weiß gar nicht, wie Witchery funktioniert. Bin ja noch dran. Nö. Das klingt gut.
Aber so, wie gesagt, hier erstmal ein Bruschetta. Mit der Wutepuppe. Ja, das war mir klar. Immer, immer, immer auf die Kleinen, dann sollen sie wachsen, ne? Sehr interessant. Ach, nee. So. Ich werde auch noch ein bisschen weiter experimentieren, wie gesagt, gerade was so mit Botania betrifft. So ein paar kleine Sachen werde ich noch machen. Allzu groß gibt es da ja nicht mehr. Ja. Umsonst mit Buildcraft übrigens neu, ne? Das ist die 6.0 Version. Gibt's auch feine Sachen. Ja, sonst gibt es halt die Turtles sind noch Sensor Turtles. Es gibt leider gibt's keine Junk Loading Turtles. Naja, macht nichts. Man kann eben nicht alles haben, ne? So. Gut. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Hast du noch irgendwas heute hinzuzufügen, Graubolf? Irgendwelche Informationen? Nein, bis jetzt nicht. Nö, ne? Nö. Gut, beim nächsten Mal seht ihr wieder mehr. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ich denke mal schon. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt konntet wirklich ein bisschen was mitnehmen aus der ganzen Sache. Wie gesagt, das hier nachzubauen ist nicht schwer. Müsst mit normalen Redstone arbeiten. Je nach Signalstärke, je nach Füllstand des Mana-Pools könnt ihr sozusagen selber euch variieren, wie ihr es machen möchtet. Vielleicht kriegt ihr es ja auch anders hin. Ist halt nur, damit im Endeffekt hier oben der Dropper hier oben sozusagen, also den normalen Dropper könnt ihr nicht nehmen. Ihr müsst schon das Teil nehmen, obwohl der normale Dropper eigentlich auch gut gehen müsste. Ja, wenn es so ein Kessel wie hier, ja, dann wird es funktionieren, aber umsonst spuckt er eben sonst so hin. Nee. Gut. Alles klar. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Bloody Red Dragon und natürlich Graubolf. Bye, bye.